Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS22 Agrar GmbH hier auf der nordfriesischen Marsch am Agrarwochenend. Wir haben jetzt den allerersten Ballenstapel weg. Jetzt kommt der nächste. Ja, und dann ist es natürlich so eine Sache für sich, wie sich der ganze Spaß hier noch so schön entwickelt. Weil wir haben jetzt gerade mal 50% an Ballen abgeliefert. Da wird natürlich noch einiges kommen. Aber das müssen wir halt wohl oder übel irgendwie machen, weil das wird uns halt einfach irgendwann mal zu viel. Wo können wir den hier vielleicht wohl hier oben wieder drauf stapeln? Jo, das könnte sogar, ich würde gerade sagen, da könnte sogar klappen. Hat eher nicht ganz so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, die Presse ist fleißig bei der Arbeit, der 6R fährt fleißig ab. Ansonsten passiert hier nicht sonderlich viel. Ist natürlich irgendwo in gewisser Weise dann auch irgendwo schade, aber kannst du machen, kannst du nichts. Das ist dann halt einfach so. Da müssen wir halt einfach irgendwie durch. Meine nächste Tour eben ein. Da müssen wir uns auf alle Fälle noch so ein bisschen ranhalten. Nicht, dass das noch zu viele werden und wir damit gar nicht mehr hinterherkommen. Das sieht schon unglaublich aus, was hier alles an Ballen liegt. Also ich kann es halt einfach irgendwie nicht oft genug sagen. Das ist halt einfach unheimlich viel. Da wird es glaube ich hier gerade. Ich glaube, 3 haben wir schon am Hof stehen. 4. wird jetzt hier kommen. Also das sind schon 400.000 Liter Silage so ungefähr. Über den Daumen. Und wir sind noch lange nicht durch. Pressen muss noch ein paar Mal rauf und runter fahren. Am besten natürlich eine zweite Rundballenpresse, weil dann würde es hier wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schneller gehen. Weil noch immer das allerbeste, glaube ich, wäre eine Quaderballenpresse und dann ein separater Ballenwickler. Zwar dann traktorentechnisch gucken, wie man das am besten organisiert, aber sollte kein großes Problem sein. Muss dann halt auch einfach mal ehrlich sein. Wenigstens die Ballen, die sind da schon mal so größtenteils sicher. Entwickeln, daher bräuchten wir es uns eigentlich gar nicht so eilig dann zu nehmen, weil das Stroh liegt im oder das Gras würde dann im Ballen liegen. Das kann beim Beenden der Mission, weil abgeschlossen, nicht mehr verschwinden. Und dann wickelt man einfach so im Folgetag weiter. Hat allerdings schon direkt so ein paar passende Ballen, die man dann auch schon abliefern kann. Ist es so, du kannst zwar vielleicht die Mindestmenge zusammenbekommen haben schon, aber
Es liegt noch loses Gras rum und das lose Gras, das kann noch alles hier despawnen. Wenn man halt die Mission abschließt. Also von daher. Hier kommt da schon einiges zusammen. Hat dann eventuell auch auf einmal fehlt, was mal du eigentlich zu viel bearbeitet hast. Beziehungsweise dann verschenkt hast. Weil wenn man sich überlegt, der Trecker will bezahlt werden. So. Mit anderen Worten Sprit, Wartung. Der Fahrer möchte bezahlt werden. Da kommt halt manchmal einiges zusammen. Da sind dann halt so gewisse Boni halt schon nicht verkehrt. So, dann wünsche ich viel Spaß. So, dann kommen wir mal wieder zurück zu dem Kollegen hier. Bei beiden Beinen zu fahren ist natürlich ein bisschen traurig, aber uns bleibt nicht sonderlich viel anderes übrig. Den einen müssen wir mal eben aus der Reihe nehmen. Der muss einzeln liegen. Was haben wir jetzt mit der Season-Mod im LS17, LS19? Da wäre der natürlich schon lange kaputt. Den wird es dann wahrscheinlich schon gar nicht mehr geben. Muss sein, dass dieses Feature nicht drin ist im LS. Zum einen ist es cool, zum anderen muss man sich auch bei manchen, also eigentlich hätte man es vielleicht auch reinbringen können, aber alles so ein bisschen mal so Geschichte. Wieso kriege ich den Ballen da unten jetzt nicht raus? Auf der einen Seite liegen 4, auf der anderen liegen 3. Also das ist ein richtiges Ballenchaos hier irgendwie. Also ich müsste mir glaube ich auch Sorgen machen wegen Platz oder hat es uns das hier alles noch ein bisschen eng wird. Also mal ehrlich gesagt, dass wir jetzt nicht nochmal so eine dicke Mission hier kriegen. Wenn in einen eigenen Bunker geht. Also wenn ja, dann würde ich noch gucken. Ich sollte generell dann gucken, wenn wir hier durch sind mit der A-Mission selber. Dass man dann das Ganze halt eben so macht. Und füllt vielleicht am Abend eben auf. Meinetwegen mache ich das auch eben offscreen. Sollte wieder so eine Mission kommen, der Bunker hier auf alle, beziehungsweise nicht unbedingt der Bunker, aber der Fermenter, bis oben hin voll ist. Wo wir den ganzen Tag durcharbeiten können. Das ist halt schon ein bisschen immens. Ich finde es schön einfach eigentlich an so eine ganz normale Mission ist, zu
zu den vorhandenen BGAs. Fährst davor, kippst ab und fertig. Ja, ist noch so ein bisschen das Problem. Muss das jetzt wirklich mit dem Toreron jeden einzelnen Ballen ja, aufspießen und dann da reinschmeißen. Und in der alten, ganz alten Version, bevor die Revamp Mozzi drin ist, oder drin gewesen ist, würden wir jetzt wahrscheinlich sogar den eigenen Bunker sogar mit auffüllen. Also wir würden uns damit doppelt beliefern. Gut, wenn das nur so gewesen wäre, dann hätte auch gesagt, Mission abbrechen und fertig. Oder wenn es ist für vorhandene Leistungen oder so weiter, vielleicht so ein grob was geben. Aber ansonsten nichts mit der Sache am Hut haben. Ja, nur mal gucken. Müssen wir mal weiter schauen. Momentan ist vom 6R nicht sonderlich viel zu sehen. Das finde ich aber auch gut, weil so haben wir auch ein bisschen Zeit. Was wäre denn eigentlich überhaupt? Ah, okay, der ist schon auf gesehen. Ist gleich am Hof. Der Ball, der liegt jetzt etwas ungünstig. Weil hier genau die Bunkerkante. Ja, das kriegen wir eben korrigiert. Superstärke. Ja, die kriegen wir erledigt. So. Der ist dann abgeliefert. Geht's damit mal nach hinten. Wenn Schummerfeld 46, sondern 47. Aber ich hier noch alles reinschmeißen müssen. Guck, da standen Grasballen. Die natürlich wesentlich schöner und besser natürlich stapeln, aber zum Stapeln ist ja nicht eingesetzt, nur ranschieben. Aber das muss mal so ungefähr passen. Einzig allein aus der Tatsache, das ist nicht einfach zu viele. Also wenn wir hier nicht zufällig gut, hier ist gleich ein Vorteil, wir können von der anderen Seite ranfahren. Da haben wir manchmal nochmal Glück, dass man statt nur drei Ballen auch mal sechs erwischt, aber. Also, wir sind hier wahrscheinlich eine ganze Weile noch am Ballen aufspießen und in die BGA schmeißen. Ich denke mal, es wird ein bisschen langweilig, glaube ich, über die Zeit, aber. Da müssen wir halt leider irgendwo durch. Ehrlich gesagt auch meine Wenigkeit langsam ein bisschen zu viel. Also ich hoffe mal ehrlich gesagt, dass so eine Mission nicht noch einmal groß vorkommt.
Ja, ich würde dann auch damit sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir noch ein paar Ballen hier verladen in den Bunker. Und damit sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.